Und da sind wir schon wieder bei Gears Tactics. In der letzten Runde so eine Nebenmission gemacht und hier lauter Schissel bekommen. Mal sehen, was da drin ist. Bup, bup. Also ich bin so ein bisschen versucht, Coltrane auszutauschen. Gegen einen MG-Heini. Weil irgendwie zweimal den gleichen Charakter, irgendwie, das ist so... Weiß nicht, ob man das macht dich, sollte. Macht dich nicht glücklich. Nee, wir claimen jetzt erstmal hier diese ganzen Cases. Und es ist... Cock Armor Destroyer Legs. Es ist... Impact Barrel Rare. Und es ist... Retro Lancer Mod. Okay. In the Barracks. Sid Redburn hat wieder Skills bekommen. Rage Shot. Shoot with a Damage Bonus. The Damage Bonus is equal to Missing Health. Ach krass. Das ist ja geil. Was macht der Schuld? Also was du halt an Leben verloren hast, kannst du dann quasi in den Schuss legen. Also so ein Last Resort Dings. Kauf ich. Nehmen wir. Oh Gottes Willen. So 25% Crit, das ist auch mal gut. So. Schwester Diaz macht Target with less than. Group Therapy. Hey, so geht das nicht. Weil ich habe keine Punkte mehr. Der ist ja gar nicht aufgestiegen. Aber das lautet also Upgrade-Sachen, die haben auch keine Punkte. Ja. So, also musst du jetzt in die Ausrüstung gehen. Ja. Yep. So, also bei Sid haben wir neues Magazin. Weniger Ammo, aber mehr Accuracy. 10% Accuracy finde ich schon, ist schon echt gut, ja. Ja, komm, nimm mal. Also 7 hätten mir nicht gereicht, aber bei 10 sage ich. Wir müssen es außerdem mal gucken. Ja, schon mal ein anderes Schuhe. Ja, warte mal, was haben wir jetzt gerade equipped? Aber er hat schon ganz gut. Ja, die sind eigentlich gut. Was machen denn die? Damage Reduction. Da ist aber fast... Wie viele Lebenspunkte hat er denn insgesamt? Na, jetzt hat er... Ach so, an der Stelle. Ja, aber insgesamt. Er hat doch auch irgendwo einen Insgesamtwert. 560. 560. Sind da nicht, ist da nicht 20 und dann 10% Damage Reduction besser? Wahrscheinlich schon. Weil doch Prozent wären doch besser. Ja. Das haben wir mal so ausgerechnet jetzt. So geschätzt. Was hat denn hier der Kollege Gabe? Können wir dem auch? Was hat der für welche? 10 Evasion. Oh Gott. Ist denn Evasion so gut? Naja, ist halt, dass sie vorbeischießen, ne? Sollte man vielleicht nicht unbedingt völlig unterschätzen. Ja, okay. Hier gibt's nochmal ein neues Barrel. Ja, das ist aber nur 10% Damage. Das hat ja 50. Das ist aber hier so ein Skill. Shots from this unit will knock back the target. Das ist auch nicht schlecht. Ja, für die 5 Damage mehr. Ich meine, das ist ja. Das hat ja. Ich meine, ob nun 315 oder 310, dann lieber ein bisschen nochmal Schlachtfeld bewegen. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz wegen den Kleidungsstücken, die die anhaben. Was hat der hier an? Das ist ja Default. Das ist ja voll der Scheiß. Dann geben wir dem hier das mit extra Health. Und bei Oberteil hat er was an. Die Sache ist, wenn die damit sterben mit den Sachen, dann sind die Sachen natürlich auch weg, ne? Sicher? Hätte ich jetzt gedacht. Das Unit. Das ist ja geil. Ja, aber wir lassen doch keine Leute sterben. Eben. Also. Okay. Michaela hat so tiefe Sachen eigentlich, die sie tragen kann. Das haben wir eben schon gehabt. Tiefe die Waffe irgendwas? Nö. Gut, dann weiter im Text. So, Story Mission on the Trail. Complete the mission in 15 or less turns. Ich habe erst gelesen, in 15 hours or less. Also Coltrane willst du nicht haben. Out.
Ich weiß, es ist schon nett, aber... Ja, ja, ich verstehe schon. Ist ja auch nur so ein Pre-Order-Bonus. Ja, ja. Das passt schon. Dann lieber den mit dem Mulcher. Jetzt hat er extra seinen Namen gelernt. Wolf. Und wir brauchen ja auch ein bisschen... Muss ja ein bisschen Drama dabei sein. Einer muss ja sterben können. Mammoth's fixed, so... Deal's a deal. Let's take a little trip to the packing district. Place is always swarmed with Ukon's goons. You want to see what he's up to? That's the first place to look. Okay. Kommt schon, Textur. Ich wollte gerade sagen, mach kann mit. Mal bitte jemand der Straßensperrentextur sagen, dass sie dran ist. I saw Ukon lurking there about a week ago. To some kind of bullshit. Let's knock on his door then. And me without a housewarming gift. Wie geil das wäre, wenn die so die Texturen dann so im Rechner so plötzlich. Du bist dran! Ja. Was? Ich bin. I'm ready. Oh, hat mir das keiner gesagt. Hey. Kinder. Ah, oh, wie sehr ich Wetter in Spielen mag. I'll stop him. Immer geil. Reporting. Da ist eine Kiste, das sehe ich doch. Man kann doch bis hier hin. Here comes the shit show. Sollen wir vielleicht mal das Gebiet mal abscannen, wo noch überall Kisten sind? Locust spotted, weapons free. Ach komm, da hätte ich doch reinlaufen können. So you've seen Ukon. You ever gotten close to him? If I had, he'd be missing his head right now. I promise you that. En route. Oh, geht die Kiste kaputt? Das ist eine Lootbox. Als ob Lootboxen in Spielen kaputt gehen würden. So, Dias, setz dein Leben ein, um diese Kiste zu holen. Yes. Yes. Punkt haben wir noch eins. Dann machst du hier mal schön über. Ja, lieber vorwärts, ja, aber lieber vorwärts bewegen. Du hast ja nicht viele Runden Zeit. Ich mache jetzt so lange Druck, bis du Fehler machst. Okay. Also bin ich schon. Der größte Fehler war, dich hier mitspielen zu lassen. So, was? Der noch einen, der noch einen. Brace for attack! Here we go. Hau ihm die Schüsse rein. Aber wir schießen die einfach. Ja. Die können ja auf die Entfernung nichts machen, also. Wir offenbar aber auch. Du auch nicht. Ein partieller Arschel-Hit. Schau mal, die da hinten. Geil. Ah, da ist noch eine blaue Kiste dann für die nächste Runde. Vielleicht kommst du ja von innen rein. Ja, oder so. Schicken sofort Sid Redburn dahin. Sid Redburn on the task. Das ist doch das Lied, oder? Mikaela. Aber geht das nicht anders von der Melodie? Mach den Moment nicht kaputt. Ist das nicht viel besser? Alter, ey, ist das so... Bam, bam, bam! Haha, Gewalt! Halt! Nachladen! Stopp! Für sie immer noch nach Blahaten. Ja. Irgendwann werde ich den Fehler machen, right. Lauft ihr da rein. So. Kann sie denn? Heute gehen wir aber voll ins Risiko. Mach mal. Moving. Damn! Und ist hier fail. Schau mal, ob noch irgendwo Kisten sind, da irgendwie links irgendwie. Links, das ist ja nichts.
in dem Gebäude was? Nee, ne? Nee. Erstmal nicht. Passt. Oh, wunderbar hier. Schön die aber Flanke. Warte mal, kann ich denn so einen Mehrfach-Charge machen? Ja, aber da läufst du ja direkt in den Dings rein, in den Sichtkone. Ja, so ein Quatsch machen wir hier nicht. Ne? Was ist das noch? Achso, den Raid-Shot brauche ich jetzt noch nicht. Den erstmal down gemacht. So, sofort. Das ist der hintere, der Overwatch macht. Okay, verstehe. Ich jetzt hier 62. Ach, die machen alle Overwatch. Schau, zwei sind schon down. So. Ja, ist sehr gut. Ja, und der läuft weg. Ja, gleich mal zwei neue Punkte sich besorgen. Der knallt jetzt in Michaela eine rein. Oh nein. Nee, den Michaela retten wir aber. Pass auf mit... Ja. Nee, nicht. Was machst du da? Stopp. Was machst du mit dem? Und dann retten wir erstmal Michaela. Jetzt kann ich ja nochmal einen retten. Ja. Exekutiert. Das andere retten. Ah, ich habe dich gerettet vor dem Leben. Die Schmerzen. So, wo ist der Gabe? Hier. Wie geil. Wo ist der Gabe? Hier. Aber wie geil das auch mit dieser ganzen farblichen Beleuchtung überall. Das ist so cool. Really? Come on. Hä, das hat ihn jetzt nicht genug abgelenkt? Nee. Das aber. Das, nee. Ach, das nimmt es dann nicht weg. Du musst ihn jetzt kalt machen. I'd like that one back. Herr Diaz. Buenos Diaz, Messias. Ja, dann rette ihn mit der. Roger, der ist halt so blöd, ne? Und Anker ist halt wieder weg. Aber gut, musste ja irgendwann mal passieren. Ja, wir müssen ja eh weiter bewegen uns. Ja, 15% ist aber nichts. Nimm lieber den Shot aus der Pistole. Guck. Sehr gut. Jetzt kann die junge Dame, wenn sie nachgeladen hat, halt und knallt einfach die Pistole ab. Nette Runde, würde ich mal sagen. Ach, schau mal, ihre Waffe ist auch nachgeladen wieder. Cool. Oder, nee, hattest du vorher nachgeladen, oder? Ich glaub, oder ist das nicht irgendwie, gibt es nicht diesen Perk, wenn du jemanden killst, dass der... Ah, geil. Was kann man mit dem Auto jetzt machen? Da ist eine Kiste. Jetzt kommt das Open-World-Spiel, das du mit Auto rumfahren kannst. So, nicht schlecht. Well, good thing they left the e-brake off. Come on, warehouse is just ahead. Geil. Ist das eine Emulsionsbombe? Mein Gott, wie geil das aussieht, ey. Das ist einfach der Wahnsinn. Hat übrigens einer in den Kommentaren geschrieben, der hat das bei sich auch auf Ultra eingestellt, aber er sagt, dass das Spiel viel schlechter bei ihm aussieht. Oh nein, soll ich sie ausgewählt haben? Wenn ihr, ihr müsst mal in die Optionen reinschauen, die Voreinstellung Ultra, ist ein bisschen komisch, aber die aktiviert nicht alle Grafikeffekte. Sie aktiviert zum Beispiel nicht das mit den Kontaktschatten. Sie aktiviert nicht diese geilen Spiegelungen überall. Das müsst ihr noch manuell dazuschalten. Also schaut unbedingt in die Optionsmenüs rein. Es gibt noch eine ganze Menge Detaileinstellungen, die, obwohl man die Ultra-Voreinstellung benutzt, nicht auf volle Kanne eingestellt sind. Also sowas wie Kontaktschatten oder so und dieses, dass der die Spiegelung so wirklich so wahnsinnig genau macht und auch das spiegelt, was nicht auf dem Bild zu sehen ist. Also dass es nicht einfach nur Screenspace Reflections sind, sondern saubere Reflections, egal ob das Objekt zu sehen ist auf dem Bildschirm oder nicht, das muss man aktivieren. Habe ich euch gerade das Spiel schöner gemacht, ne? So geht das. So ein Mist. So, jetzt machen wir nochmal. Oder schieße ich lieber nochmal? Nee, mach lieber. Let's do it. So. Go ahead. Den legen wir jetzt. Hat der hier überhaupt irgendwie einen Schuss für? Den müssen wir weiter vorne, ne? Haben wir wohl erstmal gar nichts. On my way. Na gut, ist er noch weit hin. Gabe Wurscht. Gehst da her. Ready. Und
du. Ist jetzt hier schuld an den Krater hin. Watch dir mal so ein bisschen mit. Area. Bro, get ready. Jetzt bin ich ja gespannt. Serves you right. Oh oh. Kommen die hinten durch die Gasse auch nach vorne durch? Ja, oder? Ich glaube ja. Go time. Warte mal. Hit 'em hard. Wo kommen die hier? Wir müssen an der Seite raus, ja. Ja. Das heißt, noch haben wir es nicht verkackt. Aber hier ist halt kaum Deckung. Das heißt. Right. Ja, wenn die sich da mal gut in der Mitte verschanzen würden, wäre halt geil für eine Granate. Damn it. Yes. Kein Schussfeld gehört. Aber ich lasse die lieber kommen, als dass ich jetzt. Oder wie viele Züge habe ich noch? 9 Züge noch. Ich muss doch, ich muss ja nur bis dahin kommen, oder nicht? Ja, ja, ja. Ich weiß halt nicht, ob es nicht vielleicht doch sinnvoll ist, die zumindest an diese Steinwand da vorne ranzupacken. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Support on hand. Er ist eigentlich der Support. Eigentlich müsste er ja nicht ganz vorne mitmischen, aber lieber noch einen mehr haben zum Schießen. Als ja, ist besser. Schickt seine Leute unnötig in den Tod. I've got Overwatch. They're making a move. Been doing this a long time. Dry as a bone here. Hey, gut. Perfektes Killfenster. Ja. Aber alle mit den Lampen sind die Sniper, ne? Ja. Let's pour it on, people. So. Wir laden erst mal kurz nach. Gotta reload. Aber war das nicht, dass sie bei einem Kill reloadet? Was ist ihr Perk? Sie hat eine Chance, dass sie reloaden kann. Ach so, okay. Splish. Aber jetzt ist sie alle. Schade. I'm listening. So. Wir feuern jetzt auf den. Nein, noch nicht mit der Pistole. Du hast doch immer. Hat aber auch ganz, hat aber ganz gut Schaden gemacht, so ist nicht. Passabel Schaden gemacht. Wie er sich erst so dachte. Hä? Was? Was hat denn das? Ist wieder aufgestanden. Okay, den lassen wir da liegen. Aber dann executen doch. Moving up. No Ukon. But that monster whatever he's up to, we're gonna stop it. Plan a charge on those fuel tanks. So, sit right where all loaded up. Ja, dann müssen wir ja quasi hier wieder den stillen beobachten. Ich würde ihn ein bisschen weiter vorbewegen und dann diesen Durchgang in Overwatch legen. Ja. On it. Orders. Wie ist denn unsere Granatensituation? Eigentlich alle sind voll, oder? Ja. Aber die stehen alle noch zu dicht. Ja, die stehen ja auch alle noch in diesem Gang draußen. Aber ich würde die Truppen ins Haus reinführen. Ja. Ach komm, dann mach doch einen. Gib ihm doch einen Overwatch in die Straße rein. In die Straße? Also ja. Die kommen jetzt hier raus? Nee, da ist glaube ich kein Durchgang. Die können nur durch das Ding vorne kommen. Entweder ist hinten der Durchgang oder okay. Also da im Hauptgang ist kein. Dann stehen die nämlich hier ganz gut, weil dann können die hier in das Kill-Window rein. Was passiert ja auch nochmal angekommen? Warte mal, können die denn jetzt den Schussfeld auf den? Ich glaube, wir doch einen Punkt hätten.
guck, die kommt. Ach, guck mal, ja, kommt doch durchs Fenster, okay. Naja, gut. Doing this a long time. Die sind wenigstens halten dieses, kaum was aus. Ja, dieses Geräusch ist so geil, dieses Bing! Ja. Au. Let's make this count! Okay. Er ist jetzt auch im Overwatch-Konus schon drin, oder nicht? Ich kann es nicht genau erkennen. Das sieht man, wenn du zielen würdest auf jemanden, dann würdest du sehen, ob er drin ist. Ich glaube ja. Naja, versuch's einfach mal. Er war drin. Aber den hat's zerlegt. Das heißt, dann komme ich jetzt hier an den ran. Und danach, dann kannst du danach. Ach, schau mal, man kann das da zwei Sit, zwei Executions hintereinander machen lassen. Moving. Ah, nee, Sit darf er nur einmal. Den Punkt kriegt ja nicht er. Wer kann sich noch. Kriegst du ihn mit dem Mulcher die Gasse runter? Dass er den exekutieren kann und danach dem noch einen reinhaut? Ja, das haut hin. Ich dachte gerade, das Haus fällt um. Ja. Ja, ganz schön pepp. Lay them out. So, sogar noch zwei Schuss. Kannst du auch gut gebrauchen, so wie du stehst. Alter! Ja, den kannst du in kleinen DHL-Paketchen nach Hause schicken. So. Und dann kommt wieder ein Kopf bei Brad Pitt an. Sehr gut. Time for a reload. Shot point. Schade. Egal. Was ist dafür nochmal? Diaz musste rein können noch, genau. Buenos Dias, Messias. In transit. Dann kannst du den anderen mit deinem normalen Nahkampfkill killen, oder? Stimmt, haben die da was dagegen? Down and out. Ja, eigentlich nicht. Ich hätte mal Tech-Kampf anmachen können. Ich denke, wir sind klar. Die Faschisten können kämpfen. Ich gebe dir das. Danke. Das ist das erste, was wir in Faschist-School lernen. Burning the world down. No. Just don't judge us too quickly by the uniform we wear. Alright? Cool. No, Ukon's not gonna like that. Come on, no point in sticking around. Let's head back. Oh Gott, und wir dachten schon, wir hätten jetzt hier, das wären alle Moves, aber es sind nicht alle Moves. Moving up. On standby. So. Aber müssen wir damit jetzt noch was machen mit dem, weil da hinten ist immer noch markiert. Nö, es steht hier nur Escape. I read you. Mich hat nur gewundert, dass das Ding immer noch markiert ist. So, da sind jetzt nochmal welche gekommen. Nochmal Ratchets! Oh, das Granate. Riecht so nach einer Granate! Noch mehr! Ah, ah, ah. Ach, wie fein! Na, warte mal, wo ist Brad dann? Warte mal. Kann man hier rüberschmeißen? Kann er da rüberwerfen? Vielleicht, probier mal. Oder du könntest power up one hell of a monster. Believe me. We've only scratched the surface with Ukon. Ja! Also gut, dann machen wir erstmal die. Warte mal, in der Hoffnung, dass du durch die Druckwelle quasi. Du kriegst vorne noch einen, wenn du ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob du die alle fünf da kriegen kannst, aber wenn du es ein bisschen weiter nach vorne bewegst, würdest du einen noch weiteren kriegen. Also, weil das hat eben gerade fünf angezeigt, wenn du eher nach vorne gehst. Ein bisschen weiter nach rechts? So, meinst du. Ich glaube, den letzten, den vergiss den hinteren. Nee, schieb's noch ein bisschen weiter nach rechts rüber. Rechts. Wieso, was will ich? Ach, den. Ah, ja, okay. Ja. Warst du nicht in Fascist School oder was? Das ist rechts, die erste Lektion. Ich wollte sagen. Wohin sollen wir gehen? Na, immer nach rechts. So, jetzt hier Redburn. Okay, das sind schon mal. Schieb ein bisschen nach oben weiter, ja. Obwohl, nee, die fünf gehen auch. Das ist auch schön. Und was hat sie dabei? I'm here.
Herrlich. 4. Passt, reicht. Kriegen wir jetzt mal ein Achievement dafür, bitte? Achso, sie hätte aber noch echt Schuss gehabt, ne? Aber. Ja. In Deckung brauchst du mit ihm bei den Ratchets jetzt nicht gehen. Das bringt dir ja nichts. Kann der denn da über das Auto drüber schießen? Ja. Der ist aber sowieso so gut gegenüber. Dann vielleicht lieber hier hin. Aber nicht mit beiden. Bis dahin und dann auf den unteren schießen. Ich hoffe, ich blockiere jetzt sie nicht. Lieber ein Cone. On it. Heavy on standby. Kann er denn durch den Zaun schießen? Nee. Dann. Wilco! Wilco! Brace for attack! I see you! Oh! Keep knocking him down! Der hat gerade eben das Omega gezündet, also der letzte Schuss quasi extra viel. Kann ich durch meine Leute durchschießen? Ja, ja. Also so im Sinne von, dass sie dann nicht tot sind, sondern... Ach so, das ist eine andere Frage. What the hell? Das geht wirklich nicht! Ups. Okay. Na, schön. Heading out! Again what learned, sag ich mal. Ideal? Let's do it. Du kannst übrigens schon die anderen ziehen, während die noch laufen. They're taking their shot. Go time. Hit 'em hard. Heavy here. Understood. Ja, wie geht's da rein? Wir hatten ja Redburn ist doch schon. Auch Endturn. Got locust activity. Das könnten sie noch irgendwie rauspatchen, dieses mit dem Got Locust Activity, wenn man gar, wenn sie gar keine haben. But we did put him on notice. Must have taken him weeks to stockpile that emulsion. I gotta admit, felt good to mess with that asshole instead of running. Now, I got one more place where we might find him. Sehr gut. Das haben wir also auch geschafft. Ich will noch kurz die Kisten auspacken. Das Geile ist ja, eigentlich sind das ja auch immer ganz kleine Gebiete nur, ne? Ja. Wenn man sich mal so überlegt, aber ist trotzdem geil. Okay. Ach, jetzt kannst du die Karre noch upgraden, oder wie? Was, wieso? War da nicht irgendwie Convoy-Upgrade unlocked oder so, oder ist das... Ich dachte, Reset-Token habe ich. Ach so. Schauen wir gleich mal. Con Armor. Shadow. Gut. Oh Gott. This what? Das ist bei Parax jetzt noch. Ach guck mal, du kannst noch Truppen rekrutieren, ne? Wo? Im Home-Menü. Geh mal auf Home. Da, Recruit Troops. Brauche ich die denn jetzt schon? Vielleicht sind das die Truppen, die du vorhin hättest mitnehmen können hier. Leaves in one mission. Nee, das sind andere. Aber du kannst sie ja mitnehmen und falls mal jemand wegstirbt. Was kostet das? Hast du noch Reserve? Kostet nichts. Du kannst, es gibt halt nur irgendwie ein Maximal, wie viele Einheiten du drin haben kannst. 9 Stück. Also. Aber es würde ja sogar passen. Du kannst ja einfach alle. Einen zweiten Scharfschützen. Was ist das hier? Ist ein Vanguard. Aber glaube ich auch noch nicht so viel. Oder ist das. Nee, Schmarrn. Vanguard ist das, was Sid ist. Dann lieber noch so ein Support. Sollen wir den auch noch nehmen? Ach komm, was soll's. Take 'em all. Genau, dann können wir jetzt hier der Michaela noch Skills geben, nämlich Alpha nehmen wir auch, Alpha ist auch gut. So. Und dann das hier auch noch. So. Unser Heavy hat auch noch mehr. Das nehme ich und
mehr Anchored. Wobei wir es wahrscheinlich nie brauchen werden, weil wir nie irgendwie so lange an einer Stelle sitzen werden, aber gut. Jetzt machen wir den mal in diese Richtung hier. Fast Fingers. Und... sehr gut. Vanguard. Was haben wir hier in die Richtung? Support. Wir machen jetzt aber hier einen Paragon mal draus. Empower. Alrighty. Und natürlich tausend andere Sachen, aber das stellen wir dann in der nächsten Episode ein. Schaltet auch dann wieder ein bei Gears Tactics. Tschüss. Bis dann.